So, und damit seid gegrüßt, neben Zwänge genommen habe zu den Leuten zu einem neuen Part. Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX mit dem Zwängfürst. Neuer Tag, neues Glück. Im letzten Part, also am Ende des letzten Parts, war jetzt ziemlich viel los. Schauen wir mal, was heute so passiert. Was wir heute so erleben müssen. Ich mach mir so genug Simsala, aber Totok und die anderen sind zäh. Das wird schon, die schaffen das. In letzter Zeit gibt es ständig Erdbeben. Sind das etwa Anzeichen dafür, dass etwas Schlimmes passieren wird? Hoffentlich nicht. Okay, es hat so viel Erdbeben gegeben. Ich kann kaum eine Nacht durchschlafen. Wir haben es Totoks Team überlassen. Jetzt heißt es abwarten. Ja, wir werden noch ein paar Quests erledigen, die hier nebenan noch sind. Ich bin immer noch ganz unruhig. Meine Barthaare, sie spüren das Erdbeben voraus und sehen noch welche bevor. Alle sind beunruhigt von Erdbeben und von der Geschichte von Gerudern. Ja, wir holen uns mal ein paar neue Aufträge bei der Post. Infobrett. Schauen wir mal, was wir heute machen können. Finsterforst E3. Das klingt doch erstmal gar nicht schlecht. Kleine Stelle hat sich verirrt. Noch was vom Finsterforst haben wir nicht. Okay, Feuerberg haben wir einiges, aber ich nehme jetzt erstmal nur. Nehme erstmal den Finsterforst. Ansonsten müssen wir mal den Donnerberg noch abarbeiten. Gut, so sieht's aus. Hier haben wir zum Glück eine Abkürzung. Was? Sag mir, mein Sohn, machen mir Erdbeben dir Angst? Ja, Papa. Sehr sogar. Vor allem, wenn ich mich eingegraben habe. Ich kann halt auch nicht lesen. Da habe ich besonders viel Angst. Und du, Papa? Hast du keine Angst vor Erdbeben? Natürlich nicht. Wofür hältst du mich? Wenn es nach mir ginge, dann würde ich mit meinem Erdbeben das hier machen. Was zum... Oh, wow. Papa, du bist einfach der Größte. Naja. Ein sehr gutes Vorbild, wie es ausschaut. Finsterforst, da haben wir's, hier Finsterforst. Auf geht's. Nächste Quest. Ich vermute, es wird nicht lange dauern, bis mit der Story weitergeht, bis dann weitere Erlebnisse Richtung Gerudern und so weiter kommen. Wir werden jetzt ja ein, zwei Quests machen müssen. Und dann irgendwann, vielleicht so schon am nächsten Tag, jetzt nach dieser einen Quest. Mal schauen, sehr bald wird es weitergehen mit der Story des Spiels. Das ist zu erwarten, das ist zu vermuten. E3 war hier, glaube ich, die Sache, wohin mussten. Also E3 wollen wir nicht, aber ja. Haben wir den Apfel mit dabei? Ja, einen Apfel haben wir mit dabei. Sehr gut. Da retten wir noch ein zweites Pokémon. Jo, nehmen wir mit. Du kommst schön mit. Sind wir schon zu viert. Das Magpi beschützen. Schönes Magpi beschützen. Und auf E3 kommen. Damit wir unser Abenteuer weiterführen können. Quieke. Noch nicht im Camp. Ich muss mal wieder Camps einkaufen. Das ist schlimm hier. Wie wir kein Mitglied mitnehmen können. Die ganzen Freunde, die wir uns hier holen. In den Dungeons. Das ist hier wirklich tragisch. Ist keiner davon. Ich sag's immer. Ja, ich hab's auch im letzten Part. Die kann ich auch nicht mitnehmen. Ach, verdammt. Ich nehme sie trotzdem mal mit. Bringt Geld. Mit dem Geld können wir uns neue Dungeons, neue Unterstöpfe finden.
Okay, du hast Owei erreicht. Und wer davon ist jetzt Gegner? Ja, hier. Wir müssen Magby auf jeden Fall retten. Die anderen können gern drauf gehen. Klingt böse, aber ist ja irgendwie so. Und da müssen wir nach links. So, das ist die Treppe. Und da ist unser Rettungsauftrag. Alle umringen den Klienten. Hurra, du hast Owei gefunden. Auftrag abgeschlossen. Das ging ja schnell. Und ein großes Team haben wir. Danke, komm bitte später zu Piggy Papast. Zwinge den Retterorden hoch. Eine mistgröße Kraft durchdringt das Owei. Owei hat den Dungeon verlassen. Der Dungeon scheint noch Geheimnisse zu bringen. Bergen. Möchtest du ihn trotzdem verlassen? Ja. Möchtest du den Dungeon wirklich verlassen? Ja, ich möchte ihn wirklich verlassen. Ist mein Ernst. Der Dungeon wurde verlassen. Zwinge hat alle Aufträge im Dungeon Finsterfuchs davon wirklich abgeschlossen. Es gibt kein Camp, in dem sich dein Begleiter Magby niederlassen könnte. Als Dank für das spannende Abenteuer hältst du aber 169 Bucke. Es gibt kein Camp, in dem sich dein Begleiter Krieke niederlassen könnte. Als Dank für das spannende Abenteuer hältst du aber 159 Bucke. Sein Flora scheint deinem Team beitreten zu wollen. Wow, das Pokémon verfügt auch noch über das Talent Unnachgiebigkeit. Sonflora kann sich wohl im Dschungel niederlassen. Jo, willkommen im Team. Sonflora ist in deinem Team beigetreten. Möchtest du Sonflora einen Spitznamen geben? Nein, natürlich nicht. Danke, dass du Owei gerettet hast. Hier, bitte deine Belohnung. Ach so, das ist Kleinstein. Ich dachte, Kleinstein war der Questgeber. Ich dachte, Kleinstein wäre gefangen im Dungeon. So, 50 Ritterpunkte. Das ist doch okay. Damit kann man leben für den Tag. Ich denke, das reicht für heute. Lass uns jetzt Feierabend machen. Bis morgen dann. Was nun? Am nächsten Morgen. Kopfkratz. Erdbeben. Was? Schon wieder ein Erdbeben? Knautsch. So viele Erdbeben. Ob das irgendwann mal ein Ende nimmt? Zwei, irgendwas passiert hier gerade auf dem Pokémon-Platz. Es haben sich bereits viele Pokémon dort versammelt. Lass uns mal am besten gleich sofort dorthin gehen und nachsehen. Sag ich doch, sofort, gleich am nächsten Tag. Dauert gar nicht lang. Hey, Lombrero, was ist hier los? Oh, Mordev, nun... Sieh es dir am besten selber an. Was? Oh nein! Oh nein, das sind Turtok und die anderen. Tinkulist! Was ist denn hier los? Sie wurden vernichtet und geschlagen. Im unterirdischen Dungeon. Was? Ist das dein Ernst? Dieser Ort. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie es dort zugeht. Wir sind noch nicht mal bis zu Udan vorgedrungen. Nichts und niemand trägt mich zurück an diesen fürchterlichen Ort. Dieser Ort tief unter der Erde. Anscheinend hat er unseren Vorstellungen bei Weitem übertroffen. Diese Narren. Das kommt eben davon, wenn man das unmöglich versucht. Warum hältst du nicht einfach mal den Rand? Es geht hier um Samsonas Team. Wir müssen es retten. Denken ist nicht gerade ihre Stärke, was? Sogar die Dudes sehen cleverer aus als ihr. Wer hätte das gedacht? Sogar Turtok wurde besiegt. Das muss ein ganz schrecklicher Ort sein. Wer würde schon freiwillig in so ein gefährliches Dungeon gehen? Ich auf keinen Fall. Ich kann da nicht hin. Ich fange zu echt Feuer. Mir gehen Erdbeben gegen den Strich. Das ist wie mit offenen Augen ins Verderben zu gehen. Leute! Seht ihr endlich, Kapi?
kapiert die Pfeifen, dass sie hier nichts ausrichten können. Ich würde gerne gehen. Oder sowas. Sorry. Selbst Tingo lässt bekommt weiche Knie. Seht's doch endlich ein. Sein Bestes zu geben reicht halt nicht. Das Leben ist ihm kein Wunschkonzert. Hört auf euren Verstand und lasst das mit den abenteuerlichen Eisenern niemals sein. Ein Glaub stinkt zwar, aber das waren wirklich weise Worte von mir. Uff. Ach, Zwergi. Ich weiß nicht, wo mir hier der Kopf steht. Was sollen wir nur tun? Auch wenn es heißt, dass wir keine Chance hätten, sollen wir trotzdem versuchen, Simsana zu retten. Nichts wie los. Ich habe ja eh schon gesagt, dass wir das machen. Das läuft sowieso drauf hinaus. Also, ja, let's go. Ja, du hast wahrscheinlich recht. In Ordnung. Hört alle zu. Wir gehen. Wir werden Simsanas Teams retten. Es ist wie ein Herr der Ringe, der Frodo, der dann alle streiten sich. Die Großen streiten sich und dann Frodo, ich mach das, ich nehme den Ring. Wir gehen, wir werden Simsanas Team retten. Was? Was war das? Hä? Hey, wer sind die überhaupt? Ich kenne die nicht mal. Okay, das Team Bilateral. Hier in der Gegend sind die ziemlich bekannt. Team Bilateral. Die, von denen wir dachten, sie hätten mit der Legende von Volona zu tun? Davon habe ich gehört. Waren sie nicht bis vor kurzem noch auf der Flucht? Das ist schon ein Weilchen her, aber gut. Haben die denn überhaupt eine Chance? So nicht stark sehen die nicht aus. Zugegeben, vielleicht sind wir damit in der Tat etwas überfordert. Aber wir sind und bleiben ein Retterteam. Wir wollten den Pokémon helfen, die Opfer der Naturkatastrophe geworden sind. Genau aus diesem Grund haben wir unser Retterteam gegründet. Und deshalb will ich Simsanas Team um jeden Preis retten. Egal was auch passiert, wir geben niemals auf. Pokémon, komm, schnapp sie dir. Dieser unverwüstliche Kampfgeist ist der Stolz von Team Bilateral. Meine Güte, bei euch herrscht ja wirklich Durchzug im Oberstübchen, wie? Schneidet euch doch eine Scheibe von den anderen ab und haltet den Ball flach. Nein, Mordolf hat recht. Ganz genau. Meine Angst hat mir irgendwie den Blick für die Realität verstellt. Was? Wir haben vergessen, worauf es ankommt. Schließlich sind wir doch Retterteams. Und wir dürfen ruhig stolz sein. Stolz darauf, dass wir Retter sind. Pah, ich glaube echt, ihr habt nicht mehr an das im Schrank. Warum hört ihr auf, diese Witzfiguren? Ihr stürzt euch doch bloß ins Verderben. Findest du? Wir sind doch erst einmal gescheitert. Turtok! Jetzt ist sowieso nicht die rechte Zeit, um auf der faulen Haut zu liegen. Wah! Genau, Schluss mit diesem Selbstmitleid. Geben wir jetzt auf. War alles umsonst. Nicht mit mir. Octavie. Und jetzt auch Kiowatz. Das klang ja eben aber noch ganz anders. Stimmt, genau. Es muss irgendwie einen Ausweg geben. Solange wir alle zusammenarbeiten, finden wir bestimmt einen Weg. Ziehen alle Retterteams an einem Strang, meistern wir den Dungeon bestimmt. Yippie! Sag mal, checkt ihr noch alle ganz sauber? Oder habt ihr jetzt völlig den Verstand verloren? Jammert mir nachher ja nicht die Ohren voll. Ich hätte euch nicht gewarnt. Viel Spaß in den Landen der Schmerzen wünsche ich euch. Pfeifen. Mahaha. Ja, hau du ab. Danke, Mordev. Du hast verhindert, dass wir das Wichtigste in unserem Leben wegwerfen. Und zwar unseren Stolz. Vielen Dank von uns allen. Auf jetzt. Lasst uns kräftig in die Hände spucken.
vorstellen. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Ja, ich lasse es. Zeigen wir ihnen, was wir Retterteams wirklich drauf haben. Yippie! Schlagernacht ist nachher. Durch das Wortgefecht mit Gengar haben wir leider einiges an Zeit eingebüßt. Doch jetzt hindert uns nichts mehr daran, den unterirdischen Dungeon anzusteuern. Ich weiß, wir brechen erst morgen auf, aber ich kann es kaum noch erwarten. Nutzen wir also die verbliebene Zeit heute dazu, um uns gut vorzubereiten. Sag mir Bescheid, wenn wir aufbrechen können. Ja, gut vorbereiten. Was das angeht, Geld, Items. Habe ich noch irgendwie Beleber oder so? Ich glaube eher nicht, aber okay. Äpfel habe ich noch ein paar dabei. Und zwar 17. Nehmen wir alle mit, weil hungern werden vielleicht. Ja, bestimmt unten. Was habe ich jetzt was abgelegt oder was? Abholen möchte ich was. So, perfekter Apfel. Was? Ich möchte es abholen. Abholen. Ich kann nichts mitnehmen. Ach so, meine Box. Meine Box ist voll. Dann muss ich was lagern erst. Eine Kastanie, die können wir jetzt ablegen. Schlafsam behalte ich erstmal. So. Ja, so ein bisschen was können wir ablegen. Was wir nicht brauchen. Viele Äpfel. Die behalten wir erstmal. So, jetzt können wir was Neues mitnehmen. Jetzt haben wir auch wieder Platz. Abholen. Zum Beispiel ein Apfel. Perfekter Apfel. Ansonsten Taubsamen, Karossamen. So viel Tolles haben wir nicht im Inventar. Teambeleber Orb. Das klingt doch interessant. Nehme ich mal mit, Helferorb, was auch immer das zu bedeuten hat. Nehmen wir mal mit. So, ich hoffe, ich habe jetzt genügend mit. Bei dem Masern wäre noch cool, wenn wir es irgendwie mitnehmen könnten. Können wir was kaufen? Die Worte von Mordev waren so rührend. Besonders der Teil mit dem Stolz. Mir kommen gleich die Tränen. Nicht nur dir, Brüderchen. Auch ich bin über alle Maßen gerührt. Brüderchen. Mein Bruder. Ich werde alles daran setzen, noch bessere TMs zu beschaffen. Die besten Waren im Angebot zu haben, erfüllt ein Händler mit Stolz. Willkommen beim Kiklion. Waren. Ich verkaufe TMs. Nein, danke. Ich brauche hier von ihr. Meine Güte, die Ansprache von Mordev hat mich tief berührt. Jeder von uns wurde zu Großtaten angestachelt. Ich werde weiterhin fantastische Produkte anbieten, nur das Beste für meine Kunden. Herzlich willkommen beim Kiklionladen. Items kaufen. Ein bisschen Geld haben wir dann doch. Was ist denn der Beere? Zusatzorb? Nee, nicht so. Den haben wir nicht. Bloß die Sachen nehme ich noch. Okay. Ist nicht viel, aber ein bisschen was. Nehmen wir mit. Mehrere Retterteams sind bereits auf dem Weg in die Magma-Höhle. Passt gut auf euch auf. Hey, ihr solltet das lieber bleiben lassen. Die Magma-Höhle ist voller Flammen. Da verbrennt ihr euch ruckzuck. Das können wir nicht tun. Wir sind doch ein Retterteam. Da dürfen wir die Hände nicht in den Schoß legen.
Und ich bin ein Feuer-Pokémon, also Feuer hat mir doch nicht, kann mir doch nicht viel. Die Magma-Höhle ist voller Feuer-Pokémon. Uff, Feuer-Pokémon, da würde ich garantiert in Kürze ziehen, den Kürzeren ziehen. Aber nein, das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Ausreden. Wir müssen jetzt alle zusammenstehen. Wie ist es denn in der Magma-Höhle? Sie wählt nur so von 10 Pokémon, so viel ist sicher. Ich bin zwar stark gegen Feuer, aber dieser Ort hat es in sich. Ja, Mut müsste man predigen. Ja, seid mutig und kämpft. Ich bin soweit. Wunderbar, dann wären wir startbereit. Wir sollten uns heute Nacht richtig ausschlafen. Morgen brechen wir dann ganz frisch auf. Hust. Ich habe wieder diesen Traum. Gardevoir. Morgen ist es soweit, nicht wahr? Morgen brichst du in den unterirdischen Dungeon auf. Ja. Alle sagen, dass dieser Dungeon ein ganz schrecklicher Ort sei. Ich frage mich, ob wir das schaffen. Es wird alles gut. Ich bin mir sicher, dass du erfolgreich sein wirst, Zwergi. Du hast meine volle Unterstützung. Vertrau einfach auf deine Stärke. Das werde ich. Danke. Ich fühle mich schon etwas mutiger und traue mich jetzt in diesen Dungeon. Übrigens, darf ich dich etwas fragen, Gardevoir? Wie ist es unter der Erde? Und wie ist Bruder und so? Tut mir leid, das weiß ich leider nicht. Verstehe. Ich hätte irgendwie gehofft, du wüsstest vielleicht mehr, so wie du geredet hast. Nein, ich wollte dich nur ermutigen. Es tut mir sehr leid. Nein, das ist schon in Ordnung. Vielen Dank, dass du versucht hast, mich aufzuheitern. Allerdings, es gibt doch eine Sache, die ich voraussehen kann. Ach ja, deine Aufgabe hier. Sie neigt sich ihrem Ende zu. Meine Aufgabe hier endet bald. Du wurdest zu einem Pokémon, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Sie hat dich hierher geführt. Und genau diese Aufgabe steuert nun ihrem Ende entgegen. Gardevoir, bitte verrate es mir. Was genau ist meine Aufgabe? Warum wurde ich zu einem Pokémon? Alles zu seiner Zeit. Ich denke, ich kann es dir verraten, wenn dieses Abenteuer beendet ist. Auf Wiedersehen. Sorry. Am nächsten Morgen. Das klingt nach Finale. Das klingt ganz heftig nach Finale, was wir hier jetzt ansteuern. Morgen, Zwergi. Hast du gut geschlafen? Okay, strengen wir uns an und retten Simsala. Gardevoir hat etwas zu mir gesagt. Sie würde mir alles erzählen, wenn das Abenteuer vorbei ist. Meinte sie damit etwa das anstehende Abenteuer im unterirdischen Dungeon? Wird sie mich in alles einweihen, wenn wir Simsalas Team gerettet haben? Hey, sag mal, wirst du hier etwa Wurzeln schlagen? Komm, gehen wir. Ja, let's go. Auf geht's. In ein weiteres Abenteuer. In die Magma-Höhle. Der Dungeon Magma-Höhle kann nun erkundet werden. Und ja, da würde ich mal sagen, machen wir das im nächsten Part, oder? Brechen wir im nächsten Part in den Magma wieder auf. Ja, ein kleiner Cliffhanger hier an dieser Stelle. Däumchen nach oben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.